Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Es gibt doch so viele Arbeitssuchende hier in Paris. Aber die sind einfach nicht in der Lage, uns einen Bewerber zu schicken. Also gut, bringen wir das hinter uns, holen Sie Nummer 9. Wenn Sie vielleicht mal einen kleinen Blick da reinwerfen, dann sehen Sie, dass ich hinter... Verpiss dich! La da 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 da, it's the motherfucking D-O-double-G Snoop Dogg! La da 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 da, you know I'm mobbing with the D-R-E. Mann, was ist denn das für eine komische Creme? Die scheint ja. Die Dinger sitzen. Also wirklich, dreh, bitte. Apokalypse! Naja. Der Körper reinigt sich nicht selbst. Hey, Moment mal, Magali, so läuft das nicht mit der Ausbildung. Jetzt haben wir wirklich ein Problem. Also raus aus den Klamotten. Überhaupt kein Problem. Selbst wenn ich das Ding mit dem Arsch angucke, macht das keinen Sinn. Ruhig, ruhig. Atmen Sie mal. Können Sie noch oder wie läuft das? Zum Beispiel mit den Ohren? Wie mit den Ohren? Ihr Ding ist es also, sich die Ohren lecken zu lassen? Manchmal schon, ja. Na los, kommen Sie schon, probieren Sie mal. Sie werden sehen, es wird Ihnen gut tun. Na los, rein damit. Na los, das ist pure Medizin. Noch einen Zug. Na los, machen Sie schon los. Oh, Überraschung. Gar nicht mal schlecht. Die ganze Familie macht sich Sorgen wegen deines Freundes. So muss man diesen Dries ja wohl nennen. Im weitesten Sinne. Ja. Und dann sieht er einfach perfekt aus. Oh Gott, ich krieg eine Krise, da sollen darauf abfahren. Monsieur sieht aus wie der größte Langweiler von Paris. Wir probieren es mal, damit. Na? Jetzt hören Sie auf, ihn zu verunsichern. Sie sehen doch, wie nervös er ist. Wenn wir ihn so anziehen, wie Sie es wünschen, dann sieht er aus wie eine Lachnummer. Wollen Sie damit sagen, ich sei eine Lachnummer?